Die laufen dann wahrscheinlich eh nicht. Probieren es mal mit dem. Vielleicht ist da eine. Der arme Körbel. Ja, es ist ja schon wieder jemand gestorben. Jebediah Kerman ist ja wieder von uns gegangen. Ja, das ist halt das Kreuz, was er trägt als Testpilot. Hast du jetzt ein Backup schon gemacht? Ja, ich habe ein Backup Vorsichtshalber. gezogen, ja. So, gerade mal gucken, was mit den Parts ist. In der Tat ist jetzt hier Universal Storage Mystery Goo. Okay, dann müssen auch hier irgendwo. Wahrscheinlich haben wir sie trotzdem noch nicht freigeschaltet. Mystery Goo Containment. Haben wir hier. Radial Oxygen Tank. Orbital Telescope. Ich lach mich kaputt. Kommt natürlich hier zusammen mit dem anderen Ding bei Electrics. Okay. Okay. Super. Super. Hammer. Okay, da muss das unbemannte Ding nochmal gerade. Wie hat man das jetzt genannt? Wie hieß denn das? War das WTF? Ja, es war WTF. So, WTF hat ja. Warum hat ein WTF nicht funktioniert? Muss ich jetzt nochmal kurz hinterfragen. Was war da passiert? Ach, das hat wieder den gemacht, ja. Ja. Okay, wir können Um WTF aber so nicht. auszudrücken. Ja. Funktioniert nicht, wenn wir WTF bemannt starten. Aber ein Körbel auf dem Mond, das kann ich mir nicht geben jetzt. Nicht ohne Strom. Ja, wir hängen im Moment ein bisschen in der Luft, das tut mir leid. Warte mal, wie wir hier am ehesten wieder rauskommen. Touris transportieren. Science Data from the Space Around the Moon. Das wäre natürlich super. Dazu müssten wir aber halt hinkommen. Momentan können wir uns nur so behelfen. Wir haben jetzt 36 Forschungspunkte. Wenn wir alles, was wir an Forschungsequipment haben. Alles, was wir an Forschungsequipment haben. So, warte mal. Mal gucken. Was wäre er hier? Da sind die ganzen Universal Storage Parts schon. Mystery Goo, den Science Junior und das Teleskop. So, dann hätten wir noch von dem. Mal zwei, damit es hier sich ein bisschen ausgeht. Und dann müssen wir das jetzt leider von einem Biom ins nächste schicken. Um die letzten paar Forschungspunkte zu sammeln. Könnte natürlich jetzt auch 122.000. Was kostet denn das Upgrade für die Stuhlproben? Warte mal kurz. Ja, ich nenne das immer die Stuhlprobe, wenn man hier die Bodenprobe Ich nimmt. Wo dachte waren das gerade. hier? Das war doch das, nee, das war. Das Upgrade für die Stuhl. Ja, das. Tracking Station. Natürlich kostet das 900.000. Ich hätte jetzt ja auch gelacht, wenn es billiger gewesen wäre. Okay, das heißt, die Stuhlprobe kommt also nicht in Frage. Wir brauchen. Nehmen einen kleinen Tank. Kleines Triebwerk. So. Damit hüpfen wir, um vorwärts zu kommen. Quasi ein bisschen durchs. Durch das jetzt hier. So. Das heißt, das Ding, das könnten wir eigentlich. Warte mal, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen verpeilt und durcheinander bin. Versuche jetzt mit so wenig Aufwand wie möglich die benötigten Forschungspunkte für den. Wir holen wirklich zuerst das Reaction Wheel. Fliegen damit zum Moon. Und sammeln da schnell Forschungsdaten, bevor uns der Strom ausgeht. So, wir bauen kurz hier was auf, und zwar das. Dann klemmen wir hier ihn drunter. Da. Er muss hin. Huch. Liegt das natürlich alles. So. Dann klemmen wir ihn dran. Brauchen wir ja nur einen. Weil das lassen wir jetzt auch gerade gar nicht erst starten. Wir machen wirklich jetzt nur hier die Messungen. Und. Den. Das war das Shift. Okay, war das Control? Doch, okay. Was war das für eine Taste?
war alt. Okay. Toll, super. Okay, das Ding hat jetzt alles an Know-how, was wir wirklich kennen. Das stellen wir mal kurz auf die Runway. Ich hoffe, ich habe einen Körbel reingesteckt. Ja, Bill Kerman höchstpersönlich macht die Trockenübung auf der Runway. Da haben wir hier einmal 4,5 Science für den Material Bay. Dann haben wir hier einmal 1,8 für das Mystery Goo. Dann haben wir hier nochmal... Sieht natürlich super aus. Der Magnetometer 0,9. Nochmal hier Thermometer in Bobbes. Komm mal her. 1,4. Dann haben wir hier noch einen Crew-Report. 0,9. Dann können wir nochmal EVA gehen. EVA Report, while flying over Kerbin's Shores, das kennen wir bereits. So, dann machen wir hier noch einen EVA Report on der Runway. Und jetzt ja, versuchen wir bitte nicht zu sehr achten darauf. Toll machst du das. Also er ist aber auch ein Naturtalent hier. Wirklich. Er ist ein Naturtalent. Komm, hoch mit dir. Komm, komm, komm. Drin und heime. So. Okay. Damit haben wir jetzt Forschungspunkte eingenommen. Genügend. Wir haben einen Erfahrungspunkt sogar erteilt, verteilt und können uns jetzt hier Flight Control holen. Weil mir das wirklich in der Seele wehtut. Aber wir können uns hier den Kram für die Batterien und so nicht zusammenkrebsen. So, Small Inline Reaction Wheel war jetzt das Einzige, was wir aus diesem Gedöns, wobei, warte mal, wir können den 1,2 Meter Fairing Base und den müssen wir haben und den müssen wir, glaube ich, haben. Ah, und hier sind auch die Flügelchen, die mitsteuern können. Vielleicht war es doch kein so Fehlkauf. Okay, pass auf. Dann holen wir hier wieder den WTF. Aber auf die hier verzichten. Können wir stattdessen... Falls ich irgendwann mal weg sein sollte, irgendwie plötzlich... Okay. Hat mein Vater mein Internet aus. Nein. Macht der so schlimme Sachen? Okay. Hä? Macht der so schlimme Sachen? Ja. Na gut. Ja, dann hoffe ich, dass es noch lang, so lange wie möglich anbleibt. Wir sind ja schon bei 23:30, aber. So. Wir nennen es einfach mal geschrien Moon und wollen jetzt damit auch wirklich hin. Ich würde auch gerne noch Forschungsdaten mitnehmen. Weiß aber nicht wie. Thermometer. Wie viele Teile haben wir noch frei? Hier. Das heißt, wir können auf jeden Fall alles, was nicht so viel wiegt, einpacken. Das bedeutet, wir nehmen auf jeden Fall das Thermometer mit. Wir nehmen auf jeden Fall das Teleskop mit. Gehen sogar auf der Rückseite Sachen. Guck mal, wie geil. Hier, Data Uplink 1, 2, 3, 4. Geil, das ist so. Diese ganzen, wie gesagt, diese ganzen kleinen Details. Super. Hast du hier das NASA-Pack drin? Faser meinst du? Nee, NASA. Nie wieder. NASA war doch standardmäßig drin nochmal. Was? Dieser Asteroid Redirect Mission. Das war Standard drin. Und wir den auch noch. Das wird sowas von scheiße. Das wird sich wahrscheinlich furchtbar fliegen, aber wir haben nicht genügend Parts frei, um jetzt noch ein Fairing drum zu bauen. Ich hätte Teile gefunden fürs Late Game. Okay. Das ist aber, glaube ich, ja, das ist nix. Bringt nix, ne? Wir müssen jetzt gucken, ob ich glaube, mit den Teilen kommen wir einigermaßen klar. Wo ist der Moon? Hier ist der Moon. Gehen das gerade mal einen Tag rum. Sieht sich aus, ey. Die ganzen Orbits hier. Oder das Fliegen. Ach nee, die Orbits kannst du noch nicht sehen, das Fliegende. So. Brennstoffzellen, finde ich. Ja, die Brennstoffzelle, die kommt sehr spät.
So, SRS-Modul ist auf jeden Fall da. Haben wir jetzt drin. Das heißt, wir müssten jetzt einigermaßen stabil sein. Und wir lassen uns einfach mal steigen. Ach, gleich besser. Ach, viel besser. Lässt sich gleich deutlich besser. Wiegt ja nicht so viel, hat jetzt das Inline Reaction Wheel. Das ist hoffentlich nicht so sehr genervt worden. Ich wollen wir mal hier ein bisschen auf den Akkustand gucken. Oh. Auch wenn man einmal nicht hinguckt. Das war jetzt mein Fehler. Ich auf die blöde Stromanzeige geguckt habe. Ach, wie mich sowas ärgert. So. Ja, zurück auf Kurs. Ich hoffe. Nein! Boah, da könnte ich echt ausrasten. Mensch. Entschuldigung, da muss ich jetzt. Wem gehören die Kapseln eigentlich? Welche Kapseln? Ach, warte mal, ich gehe auch. Ja, da, irgendwer hat es auch sogar geschrieben. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Wir gehen, wir recovern das nochmal. Um die 12.000 Credits ist es mir jetzt egal, aber wir stellen mal ohne Strom zu verbrauchen kurz. Wir müssten hier sein. Das Internet wird nicht abgeschaltet, mein Vater ist gerade hoch. Oh, das ist doch super, oder? So, wir müssten jetzt in der richtigen Position sein für den Moonstart. Denn das Problem ist natürlich, ohne den Launch Stability Enhancer, also das, hier dieses Startpodest, das versorgt uns mit Strom und allem, was wir brauchen, das ist ganz super. Aber ohne das, ist es beschissen, halt so einen Start durchzuführen. So. Ich hatte ja gesagt, wir machen einfach Go. Senkrecht gen Himmel. Schön. Jetzt fliegt die wirklich freihand. Das ist so ein bisschen wie so ein Minigame in so einem, weißt du, wie so ein Geschicklichkeits-Minispiel. Furchtbar. Ich gucke jetzt eigentlich nur hier unten auf diesen grünen Punkt. Versuche das Orange mittig in dem grünen Punkt zu halten. Der grüne Punkt wandert ein bisschen und ich wandere halt mit. Und dann passiert es jedes Mal. Der heiße Draht. Ja, furchtbar. So ungefähr. Immer schön hinterher und. Und dann passiert es wieder. So. Bei mir sieht das immer verheerend aus, wenn ich das mal spiele. Furchtbar. Nee, das kannst du echt verhacken, wegen mit dieser Teilebegrenzung halt. Da hast du auch nur 30 Parts. Und willst damit zum Moon? Das ist schon sehr ambitioniert. Dann kommt das Triebwerk nicht in die Gänge, wenn du es anschmeißt. Das ist genauso. Jetzt mache ich im Endeffekt nur noch Purzelbäume, bis wir. Bis wir da sind. Nee. Bis wir irgendwann so weit sind, dass wir Kontrolle ausüben können wieder. Bis halt die Atmosphäre uns quasi ein bisschen in Ruhe lässt. Das ganze Design ist halt ein bisschen für die Füße, das tut mir auch mal leid. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall. Immer einfach explodiert. Okay, der
Tommy Kramer schreibt gerade, 150 bis 180 halten, nicht mehr. Ich bin also aus irgendwelchen Gründen sind wir jetzt explodiert, was ist da passiert? Deswegen Überhitzung. Das ist ja schön. Überhitzung Boss. explodiert. Waren wir dann doch ein bisschen zu schnell? Okay, wir versuchen mal ein bisschen langsamer zu fliegen. WTF, her damit. Ab dafür. Wenn das mal in die Gänge kommt, dann läuft es natürlich, ne? Aber bis das mal soweit ist. So. Und ich würde sagen. Oh, seit wann sind da jetzt wieder Booster dran? Hier, KSP Kosk ist jetzt hier auf der 1.0. KOS, ja, das ist natürlich nicht schlecht. Da müssen wir. Ich nochmal bei Zeiten. Warum bin ich denn jetzt hier wieder? Warum ist WTF jetzt wieder? Ach nee, das hieß anders. Entschuldigung. Falsch. Einfach nur. Es hieß einfach nur Moon. Ich hab dir mal den Link gegeben. Dankeschön. Ja, das hau ich dann, glaube ich, fürs nächste Mal mit rein. Wie gesagt, ich will es ja auch nicht totmodden. Aber natürlich, KOS wäre schön, wenn das ist das, was wir haben wollen. Wäre schön, wenn das drin wäre. Ja, Okay, das ist es. Dr. House resettet den Router. Ich starte mal, weil wahrscheinlich eh wieder Müll passiert. Langsam zu starten ist natürlich genauso schwer wie schnell. Vielleicht sogar noch beschissener. Weil wir schneller driften. Ja? Okay. Schaut gut aus. Mal nur mit Halbgas. Bei 70, 180 Meter pro Sekunde. Wir drosseln noch ein bisschen den Hub ein. In der Tat, lässt sich ein bisschen besser steuern. Wie gesagt, wenn wir genügend Parts frei hätten, dann könnten wir alles in den Fairing stecken. Das wäre super, aber. 30 Teilen ist es halt. Gerne mal die Höhe sehen. 10.000 Meter fast. Oh, meine Güte. Und wieder macht er den Purzelbaum. Und noch, Yay. und noch ein. Und noch ein Purzelbaum. Ja, super. Und noch ein Purzelbaum. Und nein, na komm, mach noch ein. So, und jetzt wollen wir noch mal gucken. Das ist ja cool. Das KOS? ist hier gerade, dass sie gerade eine Special Edition rausbringen wollen. Ja, die möchte ich, glaube ich, auch haben. Mit so einem, wo dieses Rakete mit bei sein soll oder irgendwie sowas planen die wohl. Ah, das könnte gut werden. Worum geht's? Von dem Ja. Kerbal Space Program quasi Special Das sind die Edition. gleichen, die von Hotline Miami diese Box gemacht haben. War auch nicht schlecht, ey. Da bin ich mal gespannt. So, der Yappi geht ins Bett. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich habe wieder den Zorn. Zorn, Rosette oder wie? Ja, doch. Das ist Zornrosette. Ja, ich könnte was an mich kriegen, ey. Was an mich. Wir müssen es irgendwie umbauen. Das fliegt wie ein Stück Dreck, echt. Wir haben 29 von 30 Parts, wenn wir vielleicht zwei von diesen Winglets dran kriechten. Drei. Drei müssten wir einigermaßen klarkommen. Wir müssen irgendwie drei Teile sparen. Batterien ist schlecht. Thermometer wäre auch schlecht. Wir Oder müssen ja Science Points haben. Geld zusammen. Und Geld bringt uns auch nicht viel weiter. Ja, dann upgraden. Ja, warte mal, wir haben noch drei Beide. Parts frei. Ich habe jetzt ein paar Batterien rausgenommen. Dann machen wir sechs Batterien statt acht und dann
Takt 30 Parts. Geben dem Ding mal einen Versuch. Okay. Twitch buffert eine halbe Minute schon. Ja, das ist gut. Der Stream läuft schon wieder über 2 Stunden. Seit ich restartet habe. So, wir versuchen es nochmal ein bisschen langsamer zu starten. Gleichzeitig. So, jetzt haben wir hier noch die denkbaren Flügelchen mit dran. Denkbar? Hammer. Waren da zum Glück. Aha, mit 3 Stück. Das Ding natürlich wie so ein. Fängt so an zu pendeln. Aha, gut. Die Alternative wäre natürlich, Tag Life Support abzuschalten, aber das ist auch blöd. Das mag ich eigentlich. Oh. Dadurch, dass das 3 sind, dreht sich die Rakete natürlich ständig, weil wir die ganze Zeit in verschiedenen 3 Steuerflächen natürlich, da muss immer eine oben sein. Theoretisch könnten wir damit auch ein Flugzeug bauen. In der Tat fliegt es jetzt aber. Der Omikrammer ist auch wieder da. Jetzt fliegt das Elend. Ein bisschen Goodwill. Kommen wir da vielleicht sogar wirklich zum Moon. Man sieht, wie die Atmosphäre irgendwie komisch ist. Es wird turbulent. Wir sind eigentlich noch nicht so schnell. Ich würde mir gerne mal Dynamic Pressure anzeigen lassen. Also ich mich halt auch frage, ob die andere Mod, die ich immer drauf hatte für die andere Aerodynamik, ob die weiterentwickelt wird oder ob man jetzt hier zugunsten des neuen Aerodynamikmodells komplett über den Haufen geschmissen hat. Dann traue ich mich sogar mal kurz, ihn selber machen zu lassen. Endlich habe ich meine Liste gefunden, wo die ganzen Mods drin sind, die für 1.0 bis jetzt rausgekommen sind. Okay. Oh, nicht schlecht. Im Forum die, oder was? Ja. Okay. Aber gar nicht mal so wenig. Bin ein wenig zu schnell, aber mit 1400 Meter pro Sekunde schon wieder explodiert. Exploded due overheating. Okay. Heißt, wir müssen noch ein bisschen langsamer. Naja, wir haben ja noch 8 Versuche oder so, bis das Geld alle ist. 5. Ja, 8. Okay. Und das fliegt sich echt wie eine Schüssel voll mit nicht leckeren Sachen. Dem ist halt wirklich, startest du halt zu langsam, dann driftet sie ab, wie jetzt kippt sie, weil sie halt schwer ist oben und sucht sich im Endeffekt dann irgendeinen Weg des geringsten Widerstands. Bist dann wäre es ja eigentlich ziemlich schlau, Chaos reinzuziehen. Einmal programmieren. Ja, der lenkt halt dann. Versucht halt stur, das zu halten, aber das ist ja im Moment. Problem ist, du hast kein SRS zur Verfügung und dann wäre das schon so ein bisschen gecheatet. Weil, wenn du jetzt im Endeffekt, kannst du auch mit Remote Tag hingehen und kannst einfach das Ding fix auf irgendeinen Punkt ausrichten, dann steuert er da halt hin. Irgendwie. Okay. Irgendwie haben wir ein bisschen stärkere Turbulenzen. Bin schon wieder zu schnell. Ich möchte auch gerne bremsen. Muss ungefähr mit 700 Meter pro Sekunde da oben sein.
Ich gebe ein bisschen. Ja, wieder weg. Mega Gas jetzt. Sind wir bei 260. Es ist sehr turbulent hier. So, wir sollten eigentlich auf 10.000 Meter etwa 45 Grad Neigung haben. Die haben wir jetzt auch. Ja? 10.000 Meter kann man eigentlich. Zeige von den Temperaturen. Ja, dadurch, dass wir so wenig Bauteile haben und ich auf den vierten Stabilisationsflügel verzichten muss, macht das Ding jetzt halt im Endeffekt, was es will. Wow. Oh. Eben halt eine Batterie eben einsparen. Habe ich schon. Ich habe schon drei Stück oder was. Zwei Batterien habe ich, glaube ich, schon weg. Wenn ich noch eine rausnehmen, dann wird uns der Strom nicht lang bis zum Moon. Gucken, ob wir jetzt. Komm schon. Hässliches Ding, ey. Ich will mal eine Cola machen. Also Problem ist, zu langsam geht auch nicht, dann kippt sie zu schnell, dann haben wir zu schnell, fallen wir fast, da brauchen wir zu viel Sprit. Burton wollte ich ja nicht. Schnell vernichten das Teil. Vielleicht können wir es ja abbremsen, dass wir es retten können. Dann hätten wir die teuersten Teile zumindest zurück. Ja, ich werde es ein bisschen umbauen. Noch ein bisschen Sprit haben wir noch. Gut, weg ist er. Und der Flixtwix ist da. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Abend. Gleich ist es erst guten Morgen. So. Also bevor das jetzt hier ausartet, verzichten wir zur Not auf das Kack-Teleskop. Strom haben wir noch 1410. 100 kommt es jetzt auch nicht an. Mal wieder ein bisschen mehr Masse irgendwie off-center, aber... Schon mal hier neben so mit rein. So 1310. Ich hoffe, dass der Strom wirklich langt. Aber das sehen wir gleich. So, okay. Komm, ja. Dann 320 go. Jetzt haben wir auf jeden Fall auf jeder Seite hier eine vernünftige Stabilisation. Jetzt sollte er einigermaßen grad bleiben. Beziehungsweise sich auch ganz gut lenken lassen. Ganz leicht, so 5 Grad. Osten vor. Mit. Na komm schon, noch ein bisschen. Sei brav. Erstmal anflehen. Ja, aber es hilft ja nichts. Hilft ja absolut nichts. Weil es jetzt ganz ordentlich macht. Oha, jetzt sehe ich auch, dass es anfängt zu... Oha. Ja, das ist noch gar nichts gegen das, wie es vorher gemacht hat. Wird noch ganz gerne... War ja gleich. Uns mal die Farben anzeigen von der Hitze.
Würde mich mal interessieren, weil der immer sagt, es explodiert wegen Überhitzung. Jetzt spitz hier ein bisschen warm, aber es ist immer noch im Rahmen, sag ich mal. Dann immer so auf 26, 27.000 Metern macht's auf einmal bumm. Wird jetzt hier oben ein bisschen warm. Aber es ist im Rahmen. Es ist wirklich im Rahmen. Sieht das hier, der Core wird orange. Hinten, der Bobbes wird auch ein bisschen hell. Aber das ist alles noch. Eigentlich alles noch entspannt. Jetzt Ansicht auf Orbital umgesprungen. Ja, Flix Twix, das aerodynamische System wurde komplett überarbeitet mit 1.0. Das ist jetzt wirklich, das ist krass, das ist wirklich krass. Jetzt kommt, jetzt werden wir warm hier oben. Jetzt haben wir es eigentlich auch schon das Schlimmste hinter uns. Oder ist rot warm? Ich weiß es nicht. Wenn rot warm ist, wären wir die ganze Zeit sehr heiß gewesen. Nee, ich glaube, gelb ist. Ich glaube, gelb ist warm. Also umso heller das Gelb wird. Ich glaube es nämlich auch, aber haben wir jetzt gleich ein Thema. Weil sonst wäre es ja von Anfang an schon zu heiß, weil die ja eben komplett rot war. Ja, eben wird es auch, glaube ich, wieder dunkler. Und der C14N3LL1, wenn ich das richtig, wahrscheinlich heißt es irgendwas anderes, wahrscheinlich sowas wie Cianelli oder so, Cianelli, ich weiß nicht. Irgendwann, wenn ich es falsch ausspreche, ja, der Moon wird ins Visier genommen. Wir müssen zum Moon. Ganz dringend. So, das sieht ganz gut aus. So, die Debug-Colors mache ich mal wieder aus. Okay, jetzt haben wir hier zumindest ein bisschen Kontrolle. Wir haben immer noch kein SRS-Modul als solches, wie er angeblich sagt. Wow. Alter, das wird schon wieder. Das ist schon wieder total. Weißt du wie? So. Es dreht sich wieder in jede Richtung, aber nur nicht dahin, wo es soll. Das ein bisschen trimmen können. Ich glaube, wir müssen es einfach machen lassen. Wo mache ich sowas? SRS ist irgendwie bei Unbemannten, ich weiß es nicht. Eine ehrliche Antwort, ich weiß es einfach nicht. Aber wenn du auf T drückst, kommt, has no operational SAS and no pilots aboard. Ich habe ein SAS-Modul, weil Reaction Wheels hat dieser Probe Core nicht mehr. Im Endeffekt steuern wir jetzt mit einer Mischung aus. Ja, und dann ist natürlich zu viel Masse off-center, was hier außen dran hängt. Kurz das sich beruhigen lassen. So. Ich glaube, ich habe nämlich ein bisschen getrimmt gesehen. Mal kurz. Naja, gut. Ich bin mal gespannt, wie wir das gelandet kriegen. Ich gehe mal davon aus, nicht. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen Forschungsdaten. Wie pfui. Kannst du es überhaupt nicht
So, warte mal, wir müssten jetzt... Ach du Sch... Ach nee, das sind wir gar nicht. Wir sind das hier, okay. Ich dachte eben, weil das da ist irgendwas anderes. Und einer hat den Befehl, um Trimmung rückgängig zu machen. Ich habe es aus Versehen getrimmt und deswegen dreht sich's jetzt. Es bewegt sich leicht nach rechts. Ich versuche das gerade mal. Und es bewegt sich nach oben. Bewegt sich nach unten. Bewegt sich wieder nach oben. Anscheinend ist irgendwie die Trimmung ein bisschen... ja, macht nichts. So, was haben wir noch an Sprit? Fast leer. Haben wir alles verballert? Sehr gut. Ich würde sagen, wir waren zu weit. Passt. Na, Moon? So, mal gucken, ob wir runterkommen. Etwas Glück. Wir jetzt hier mindestens Moon Orbit kriegen wir hin und wir können, glaube ich, mal eine Mission annehmen. Weil die Energie sowieso wieder fast leer ist. Sprit haben wir noch 8. Ich möchte zumindest noch Daten übertragen aus dem Landung. Wird nichts. Da kommen wir so nicht weiter. Aber wir können zumindest Daten aus dem Moon Orbit übertragen. Halt still. So. Einmal diese. 7,2 Krater. Überall Krater. Und diese noch, bevor die Batterie zusammenbricht. Und ebenfalls nochmal ein schwaches Magnetfeld übertragen wir auch noch. Wie sieht es temperaturmäßig aus? Haben wir, glaube ich, schon eingelesen. Und Temperatur. Temperature Scan bringt uns nichts. So, der Magnetometer. Machen wir wieder ein. Wie viel Strom haben wir noch? 141. Das Problem ist, wir kommen mit 141 nicht mehr zurück. Wir kommen auch mit 141 nicht runter. Also, das können wir vergessen. Hier müssen wir irgendwie anderweitig Lösungen finden. Zum Beispiel in Form einer Brennstoffzelle hust. Bremsen wir uns noch ein bisschen ab. So, dann lassen wir das Ding mal so kreisen. Vielleicht gibt es noch irgendwas mit Science Data aus dem Moon oder so. Schauen wir mal. Hier ist es. Conduct an orbital survey from high above the moon. Das gibt Nummer 8. From low orbit. Material study und orbital telescope. Ach, du ahnst es nicht. Da muss ja alles machen. Science data from the space around the moon. Das kriegen wir gerade noch so hin, bevor uns der Saft ausgeht. Und launch escape system in flight over Kerbin sollen wir testen. Genauso wie das Mark 1 Cockpit. Ich glaube, das wird auf irgendwie so ein Testflug gleich hinauslaufen. Cianelli war richtig. Okay. Lese ich auch eben erst. Ich bin im Chat ein bisschen hinten dran. So. Ja, und das mit dem SAS, das wundert mich ehrlich gesagt. Das funktioniert. Der hat sogar gerade noch was übertragen. Danke. Bisschen die Entwicklungskosten wieder reinzuholen. Mal gucken, ob es noch irgendeine Mission gibt, die wir annehmen können.
brauchen unbedingt diese Solarzellen. Das ist echt zum Brechen. Science Data from Surface of the Moon, das ist das nächste große Ziel, was wir anstreben. Allerdings ohne Solarzellen kommen wir nicht zum Moon und auch nicht wieder zurück. Das kannst du vollkommen in die Tonne treten. Science Data from Space Around Kerbin, die können wir auch nochmal annehmen. So, die Touristen, die hatten wir ja jetzt oft genug. Da können doch mal ruhig wieder was anderes kommen. Ein Tourist, zwei Touristen, ein VIP. Zwei Touristen wieder. Wieder ein VIP. Also hier, das finde ich, hat ein bisschen Überhand genommen. Haben wir irgendwas im Orbit um Kerbin? Nee, ne? Nichts, was Strom hat. Verbinden wir das Ganze nochmal mit einer Runde Touristen. Ich denke, so langsam aber sicher kommen wir hier ein bisschen in die Gänge. Wir haben wieder 100.000 fast. Wir haben wieder Forschung. Wir haben sehr viele neue Teile. Und ich laber gerade ohne Unterlass. Nee. Irgendwas wollte ich noch hier mitnehmen. Visual Service, die kannst du dir auch schenken. Orbitals. Orbit. Ja, natürlich. Um die Sonne. Klar. Ja, um. Natürlich. Um die Sonne. So, das Mark 1 Inline Cockpit. Ein Flight over Kerbin. Da wir sowieso. Wir haben E2 aktiv. Okay. Das heißt, wir müssen mal kurz irgendwas in den Orbit bringen. Weiß ich, was haben wir da? Orbiter. Der ist so teuer. Es geht auch. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Es geht alles billiger. So. So. Ein Triebwerk dran. Das haben wir zu wenig. Also wirklich mit so wenig Teilen wie möglich. Was sollten wir denn überhaupt machen? Das machen wir noch. Scientific Data, Space Around Kerbin. Das sind halt so Missionen, die kann man später einfach, dann wechselt man auf irgendwas, was im Space Around Kerbin unterwegs ist und macht es mal eben, ja, oder schickt irgend so ein Vier-Bauteile-Ding hoch, wie jetzt. Nur unbemannt. Nur auf unbemannt habe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr, weil das war mir jetzt zu flatterig zu starten. Das Ding so als solches, das wird auch hochkommen, würde ich sagen. 2,7 sollte zumindest für einen kleinen Ausguck in den Orbit reichen. Und Scientific Data ist ja auch ein Crew-Report. Geiz, ups. Geiz ist geil. Ab geht's. So, pass auf, wie man's mache. So. Bill Kerman kann auch kein SAS bedienen. Das ist nicht mein Problem. Also es wird irgendwann zu meinem Problem, aber interessanterweise zum Beispiel diese einfache Raketenform, die fliegt absolut straight. Ja, das ist echt krass. Das Ding fliegt ohne Bedieneingriff jetzt absolut geradeaus. Jetzt gebe ich dem so einen ganz leichten Ups nach Osten mit. Ja. So. Das ist ein bisschen schnell. 300 auf 500, das ist wirklich ein bisschen zu urak, aber schau mal, was ist. Es driftet in die falsche Richtung. So, damit müssten wir jetzt also dicke in den Orbit kommen. Ja, hier merkt man, dass man, glaube ich, zu schnell ist, wenn das dann wirklich so anfängt zu flattern und solche Luftschläge oder weiß nicht, wie man das dann nennt. Ein Kilometer. Eigentlich wäre mein Wunsch gewesen, dass es selbsttätig quasi in den Gravity Turn geht. Dafür sind wir einfach zu fast, zu schnell. Kurios. Ah, es ist nach 12. Einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle an alle verbliebenen Menschen, die hier noch eingeschaltet haben. Oh.
Jawohl. Unser Billkern wird sich dann auch gleich so seinen ersten Erfahrungspunkt verdienen können. Das fliegt jetzt wiederum sehr schön. Also, die haben das wirklich sehr krass gemacht, muss man jetzt mal festhalten, was so die, man da so Anbauteile wegstehen hat. Das mag das überhaupt nicht. Da muss man doch wirklich mit einem Fairing arbeiten, wenn wir genug Bauteile zur Verfügung hätten. Problem ist Upgrade von dem Vehicle Assembly Building, wo wir die Sachen zusammen montieren. Kostet um die 400.000. Das ist also weit, weit, weit davon entfernt, dass wir uns das leisten können. Und da müssen wir mal gucken. Also irgendwie. So, wir setzen einfach mal einen Crew-Report ab, weil er will ja einfach nur Daten from Space Around Kerbin. Gucken wir gerade nochmal noch. In Space Near Kerbin, perfekt. Da. Und dann lassen wir das Ding ganz sanft wieder zu Boden gehen. Ein Hüpfer hat er gemacht, der Bill. Jetzt würde mich mal interessieren, warte mal, bevor wir jetzt hier, warte mal, Alt F12, kurz hier Physik, die Farben. Auf der Oberseite ist es wärmer als auf der, jetzt wird es generell, glaube ich, warm. Tatsächlich, je heller es wird, desto wärmer wird es auch. Wenn wir uns jetzt mal den Verlauf sehr gut angucken. Einige mal. Ja, und da sieht man jetzt, es wird sehr warm. Och, ich habe eben gedacht, der Fallschirm reißt ab. Ich glaube, er kann nicht abreißen. Ich bin es noch einfach noch gewohnt. Von früher, wo er dann wirklich abgerissen ist. Fand ich eigentlich auch schöner. Das ist immer so halb gecheatet, aber ja. Das ist normal bis 8000, 7000 Meter runter. Dann wird irgendwann, hast du genug gebremst, dann geht es. Ja, aber es war jetzt mal nur so. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle, da ist das schon drin. Interessanterweise ist jetzt plötzlich der Flight Engineer aktiv und ich weiß nicht warum. Ja, wir haben. Es gab kein Upgrade irgendwie. Ich habe auch keine Mod aktualisiert. Es ist einfach geschehen. Nicht, dass ich mich da jetzt ärgere, aber wundert. Es wundert sehr. Plötzlich war er da, als wäre es jetzt vom Module Manager reingepatcht worden. Dass es das kann. Den ich, fällt mir ein, mit Deep Magic Orbital Science habe ich einiges aktualisiert eben. Naja, schlecht finde ich es nicht. Schlecht finde ich es nicht. Na, so. Gibt's nichts mehr zu holen. So, mal gucken. Temperature Scans of Kerbin. Sollten wir vielleicht mal gucken, wo das ist. Aber das ist alles Surface. Da müssen wir also mindestens dreimal starten. Vielleicht auch nur zweimal. Surface of the Moon würde ich, wie gesagt, das würde ich alles sehr gerne machen, wenn wir nur Solarzellen hätten. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Alles, was Energie erzeugt, so weit nach hinten zu packen im Tech Tree. Und du kriegst halt hier vorne irgendwie nichts raus. Ich. Mit den scheiß Touristenfahrten. Guck mal, wenn da irgendwie. Ich sehe immer nur zwei Touristen, drei Touristen. Ich weiß auch nicht, inwiefern das hier das. Ich meine, klar, dass Jeb gestorben ist, hat uns ein bisschen zurückgehauen.
Jetzt haben wir, jetzt ist es glaube ich weg. Macht er die ganze Zeit. Radial Mount Parachute Test in Flight Above Urban. Und ansonsten Land on the Moon ist halt jetzt auch noch drin. SRB, S1 Kickback, Solid Fuel. Suborbital Trajectory. Ah, das ist alles in. Das da. Man, hier haben sie es ein bisschen weiter gefasst. Ich bin gerade am überlegen, ob wir das Mark 1 Manpod testen. Das können wir doch auf jeden Fall mal kurz noch durchziehen. Ich werde auch nicht mehr so lange machen heute. Muss ich sagen. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 0.11 Uhr. Ich denke, ich hole mir noch eine Tasse Kaffee und dann. Ich denke so bis um 1. Sondern nur den Command-Bot testen. Ich denke, 1 ist so eine gute. Wohl für, ah, mal gucken. Wenn es da mal läuft, läuft's, ne? Kurz mal hier getestet das Ganze. Läuft, passt, super, zurück. Im Speak ist es plötzlich auch ganz still geworden. Ist da noch jemand? Ja. So. Das haben wir, das haben wir. Cockpit, ich mach's jetzt einfach mal, dass wir auch einfach mal was anderes machen. Als ständig irgendwelche Touristen oder Terroristen, das kann man dann sehen, wie man will, wer durch die Wallerei zu fliegen. Dann gib uns hier mal das. Lass uns hier mal so eine schöne Nase draufsetzen. Guck mal, wie. Oh, ein Traum. So, ein Träumchen, möchte ich sagen. Wo soll der hin? 20 bis 23.000 Meter hoch. Und dann 100 bis 1.000 Meter pro Sekunde schnell. Alles Sachen, die wir bewerkstelligen können. Ich will das am Schluss. Ja, wir stellen das hoch. Stellen das hochkant auf dem Triebwerk ab am Schluss. Nehmen wir, glaube ich, die. Obwohl, die Vesta VR1, hat die genug Bums? Jo, super. Das reicht im Endeffekt als Minimalkonfiguration. Was war noch für unvorhergesehene Ereignisse, die es ja eigentlich nicht mehr gibt? Ja, für 85 Euro wollte ich schon sagen. 85 Funds. Nehmen wir noch das Vanguard Ejection System an. Und, noch Test 1. danke, Flixtwix. Freut mich sehr. Vielen Dank für den Follow und ja, man sieht sich sicherlich die Tage dann nochmal.